Loading. Joker escapes. Confront him in Gotham Cathedral. Okay, wir haben nicht sehr viel Leben. Hier liegt zumindest ein wenig. Ah, da hinten liegt auch was. Das ist sehr gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Naja. Arg viel ist es trotzdem noch nicht. So, irgendwas hat auf... Boah, jetzt sind da oben schon wieder neue Leute und schießen direkt wieder auf mich. Was soll ich denn machen? Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ach, das sind wieder Sniper-Typen, glaube ich. Stirb doch. Geht doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, das wird... Das wird nicht sehr einfach jetzt mit so wenig Leben. Okay, ich habe einen erwischt da oben. Lebt er noch? Ja. Wenigstens ist es recht einfach, den auszuweichen. Ist da noch einer? Ich meine, ich wurde gerade nochmal beschossen, oder? Aber von wo? Da ist niemand mehr. Naja, selbst wenn da noch einer ist, ich muss mich ja nicht mit ihm befassen. Okay, hier sind jetzt auch nicht gerade wenig Gegner. Das könnte jetzt auch schwierig werden. Ich werfe einfach mal ein bisschen und versuche, hier herfliegenden Projektilen auszuweichen, so gut es geht. Na? Na gut, da legen sich gerade welche miteinander an, das ist schon mal sehr gut. Der hier will aus irgendeinem Grund nicht sterben. Ich glaube, die haben hier generell Probleme, über die Bänke zu schmeißen, also ist das schon mal gut für mich. Okay, das ist nur ein Taser, kann ich logischerweise nicht aufnehmen. Im Übrigen ist auch nur ein Secret, ja okay. Und hier endlich mal ein bisschen Leben, das ist gut. Ah, oh Gottes Willen. Natürlich muss er jetzt treffen, sobald ich wieder Leben habe, damit ich wieder kein Leben habe. Gut. Besser als wirklich null Leben ist es immer noch, weil sonst wäre ich tot. Sehr schön. Oh Mann. Oh Gott, nicht so einer. Die sind gefährlich. Oh Mann. Nee. Nice. So, der hier muss sterben. Kann der da nicht rüber schießen? Ich glaube nicht. Sehr gut. Oh nein! Fuck! Fuck. Ja, der wird auch ein kleines Problem. So, ein wenig Leben für mich. Sehr schön. Okay, jetzt muss der hier nochmal sterben. Sehr gut, sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt müssen wir uns um den Jetpack-Typ kümmern. Das wird nicht ganz so einfach, denke ich mal. Aber jetzt habe ich ja gut Blastgun-Munition gespart. Das heißt, jetzt kann ich die mal wieder getrost verwenden. Gegen solche ist es dann natürlich ein wenig wichtiger, in der viel Munition zu haben, in der Blastgun. Okay, da brauchen wir sowieso den Red Key, dann wird es hier für uns schon mal nicht weitergehen fürs Erste. Hier geht's auch nirgendwo rein, okay. Dann laufen wir mal wieder zurück, gucken uns nach anderen Wegen um. Ich glaube, da geht's noch lang.
Oh, so einer. Ich gehe mal hier lang lieber. Vielleicht kann man ja irgendwie die Distanz zu ihm verringern, aber ich glaube nicht. Und hier gibt es auch nicht zufälligerweise einen Weg durch. Ne. Dann ist noch ein bisschen Munition für die Flammenhandschuh. Wenn die schon mal da ist, die Munition, nicht wahr? Nice. Okay, wenigstens läuft es gerade relativ gut. Das ist ein kleiner Trost. Oh Mann. Okay. Ist die Frage, wie kriegt man das hier auf? Kann ich zufälligerweise einfach hier gegenschmeißen, das bringt nichts, ne? Oh Mann. Sehr schön. Müssen irgendwie das hier aufbekommen. Es wäre sehr, sehr praktisch. Ah, die Frage ist nur, wie macht man das? Wie macht man das? Ich sehe hier leider nicht gescheit durch. Das ist doof. Weiß nicht, ob man hier vielleicht wieder was durchwerfen muss. Aber ich glaube nicht. Zumindest kann ich mal nichts anschießen. Oder ob hier irgendwo in einer der Kabinen vielleicht irgendwo hier vielleicht... Was ist an der Wand? Warum ist hier nicht einfach ein Stein locker oder so und der macht es dann auf? Nee. Es wäre schon sehr praktisch, wenn ich das ja aufbekommen würde, weil da ist eine Soulsphere drin. Es wäre sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aua. Von wo? Da hinten ist einer. Okay. Sehr schön. Ist da irgendwo ein Sniper? Ah ja, da ist einer. Ja krass, ja dann ist klar. Ach, da ist auch einer. Ah. Ja, das macht Sinn. Ja, dann... Was, der lebt noch? Mann! Wo muss der denn noch leben? Komm, sterbt ihr beide nochmal. Sehr schön. So, da muss ich mal ganz kurz gucken. Kann man hier vielleicht irgendwo reinschießen? Ich möchte halt irgendwie diese blöde Soulsphere bekommen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas sehe. Vielleicht aber, wenn wir da oben sind. Das muss ich dann halt noch gucken. Ob man da vielleicht irgendetwas... Ist hier vielleicht an den Rüstungen was? Ich meine, inzwischen muss ich nach jedem Strohhalm greifen, praktisch. Weil, das hängt hier sogar irgendwo dran. Aber das hat jetzt nicht zufälligerweise was bewirkt. Nee, es wäre auch zu schön. Wäre auch zu schön, wären die Secrets hier mal findbar. So, hier lang können wir jetzt. Oh nein. Ah. Da ist jemand. Okay, gut zu wissen. Ich habe nicht gespeichert. Das ist nicht so toll. Ach so, ich kann da gar nicht hochschießen. Ja gut.
sehr schön. Okay, nice. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es da hinten ein bisschen besser funktioniert, nun gegen die Sniper. Das Problem ist... Boah. Nee, aber das Problem ist, dass die halt so praktisch schon pre-aimed sind, fast schon. Die zielen schon, bevor ich überhaupt bei denen bin. Das ist gemein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wurde ich gerade angeschossen? Ja, doch, da ist jemand. Ah, super. Man muss jetzt ein wenig vorsichtig sein. Ich möchte nicht von dem Wurfstern erwischt werden. Ich möchte aber eigentlich auch nicht runterfliegen. Das ist auch nicht so cool. Tatsächlich. Sehr schön. Wunderbar. Oh Mann, oh Mann. Okay. Sehr schön. Oh Mann. Das wird jetzt nicht ganz so einfach. Ich hoffe mal, es hat ganz gut erwischt. So, komm. Nice. Vielleicht kann mir ja die Glocke, nee. Glaube ich schon, dass ich das Secret verpasst habe. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Na gut, Herr Jags, können ja nichts. Ach, da ist wieder der Joker. Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, gut. Herr Jags, können was, wenn der Joker dabei ist, mich ablenkt. Ich mag die erst weg. Aua. Blöder Joker. Naja, okay, eigentlich ist er cool. Aber jetzt gerade blöd, weil er mich angreift und ich wenig Leben habe. Was genau macht denn der? Was ist jetzt los? Ist weg. Joker? Joker. Also ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das soll wieder nicht so sein. Ich habe so ein Gefühl, dass der Joker nicht ganz gut funktioniert hier in Z-Doom. Das ist schon merkwürdig, tatsächlich. Ich lade einfach nochmal und guck mal, ob man ihn vielleicht, keine Ahnung, ob ich ihn vielleicht mit einer anderen Waffe umbringen kann. Und jetzt ziehe ich mal das hier, weil da ist einfach so viel Munition drin und damit kriege ich ihn mal schnell, denke ich. Das ist eine sehr komische Waffe, die hier benutzt, der Joker. Ist sehr merkwürdig, muss man schon sagen. Aber damit... Das ist schon wieder sehr komisch, doch, doch. Man kommt hier auch nicht irgendwo durch. Ich glaube, der Joker ist tatsächlich sehr verbuggt, doch. Schade, schade. Was soll man machen? Was soll man machen?
Ich sag mal, ich breche ab, guck kurz, was eigentlich passieren soll. Man sieht sie dann gleich. Okay, es gibt wieder ein kleines Problem, und zwar der Joker, wenn er stirbt, sollte eigentlich das Level beenden. Jetzt hat das Level kein Exit. Blöd, nicht wahr? Ja. Aber deswegen werde ich mir jetzt wieder mal Abhilfe verschaffen, und zwar damit. Der beendet das Level ja glücklicherweise auch. Ja, was soll man sagen? Ist schade. Ist echt schade, dass das halt nicht ganz so gut funktioniert mit Z-Doom und so. Aber ich meine, gut. Inzwischen gibt es ja tatsächlich auch eine revamped Version von Batman Doom. Welche man ja dann unter anderem auch in Z-Doom spielen kann. Und sonst muss man halt einen anderen Source-Bot nehmen. Vielleicht Chocolate Doom oder so, wenn man das Original spielen möchte. Nehmen wir mal an, damit wird es bestimmt klappen. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Okay, Secret. Ich bin jetzt aber schnell mit Pistolenstart praktisch reingerannt, um das zu zeigen, weil dafür muss dieser Gegner noch leben. Denn wenn der da drin auf uns aufmerksam wird, macht er für uns die Türe auf.